Sparkels, du bist damit vertraut mit dieser Spielweise? Also ich habe schon das Video auf YouTube davon gesehen, aber so noch nicht ganz so. Also du könntest mir vielleicht kurz das Wichtigste sagen. Das sollen da die Macher machen. Das ist Ja. gescheiter. Ja, wir können uns gleich nochmal eine Map. Es geht ja relativ flott zu erklären. Genau. Achso, wir können ja jetzt schon anfangen im Prinzip, um Zeit zu sparen. Und da ich das jetzt so lange gesagt habe, sind wir jetzt eh gleich auf der Map. Nee, also folgendes. Team Rot sieht man hier mit Insurgency HQ, sobald man die Map geladen hat. Jetzt gleich müsste der letzte geladen haben. Maru kennt's, glaube ich, eh schon, ja, Ich Maru kennt's, arbeite glaube dran, ich. ja, Ja, sehe ich. genau, also Insurgency HQ. Da spawnt sozusagen die Aufständischen. Blue Force spawnt ein bisschen östlich am Leuchtturm. Das ist aber vollkommen egal, weil Insurgency, im Prinzip der Anführer von den Aufständischen, kann sich dann frei auf der Map auswählen, wo sie hinwollen. Dort wird dann das ganze Team hinteleportiert mit einem Fass, was einen Sektor von, ich glaube, Radius 5 Meter hat. Das können sie hin und her bewegen und dann kann Blue Force eben in einem Abstand von minimal 2 Kilometer und maximal 4 Kilometer sich auch einen Punkt aussuchen, 360 Grad um die Aufständischen und ja, dadurch wird natürlich immer sozusagen, ist jedes Spiel anders, weil es immer woanders ist und von einer Okay. anderen Richtung und so weiter und so Bedeutet, fort. die Aufständischen können zum Beispiel sagen, ja, heute will ich gerne mal Kavala besetzen und dann würden Genau, wir richtig, da in der vollkommen Nähe richtig, ja, spawnen. Okay. genau, richtig. Ja. Und Alles klar. dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie Fahrzeuge spawnen, kann noch Insurgency kann noch ein kaputtes Auto spawnen oder eben Mörser mit 3 Schuss und und Blue Four kann ein Helikopter oder ein LKW spawnen, um halt näher ans Ziel ranzukommen, je nachdem wie Okay. sie wollen. Alles Genau. klar. Gut. Dann sind wir alle soweit? Ja. Gut, dann können wir loslegen, klar. Ah ne, wir warten jetzt mal. Wenn man tot ist, also wenn Achso, ja, richtig. das Oh, vielleicht hoppala. noch schnell. Genau, wenn man tot ist, als allererstes bitte Yellen stellen, weil ihr werdet in ein Auto respawnt mit all den anderen zusammen, dass ihr euch unterhalten könnt und dann seid ihr in so einer Art Spectator Cam und dann könnt ihr eben den Lock deaktivieren mit Sternen auf Numpad. Müsste aber, glaube ich, auch dastehen, Numisum, ne? Hast du es Genau, gesehen? müsste erst hinten Ja, kommen. ja. Genau, und dann kann man sich eben das Geschehen von oben angucken und mit dem Mausrad durch die Player durchswitchen, damit es nicht ganz so langweilig ist. Also auf gut Deutsch, es gibt nur ein Leben. Und mit anderen Toten unterhalten. Genau, richtig, mit anderen Toten unterhalten. Also, Das natürlich muss man auf Yellen gehen, weil manche sitzen ja. ganz hinten im Auto, manche ganz vorne und dann wird es ein bisschen schwer mit Flüstern oder normal. String hat, ne? Genau. Okay. Okay, super. Dann Zuck, du bist bereit? Samex, du auch? Ich will gerade über irgendwas ausschließen wollen. Gut. Eins, Okay, zwei, dann macht die Uniform. Das macht auf jeden eins, Fall Spaß, wenn wir zwei, haben. Alles klar. drei, vier. Alle da. Gut. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt meine. Oh, toll, ich habe nur einen Mac. Na gut. Ja. André, such mal einen Punkt. Ich lade mir so lange mein Mac rein. Was haben wir mit Unlocked Uniforms? Passt schon, der war noch nicht geladen. Der war Achso. bei mir nackt kurz. Also. Ich hatte noch einen Ohrenstift. Channel? Was nehmen wir für ein Channel? Jetzt bin ich wieder nackt, oder? Ja. Okay. Hä? Wieso? Was macht der denn da? Ich habe keine Ahnung. In dem 88,8. Wir hatten echt lange keine Loadout-Probleme. 88,8, okay. Langweilig, aber doch. Wäre Hat auf es jeden Fall besser als irgendwelche nichts. also na, okay. Nö. Keine politischen Hintergründe, ja. Kein politischer Hintergrund mehr. Wie üblich, also Okay, nie ein politischer Hintergrund. es gibt gar keine Magazine für meine Waffe aus irgendeinem Grund. Was heißt, du hast 100 Schuss oder so? Ja, ich muss eine andere Waffe nehmen. Wir sind ja Okay. volles Dreamteam aus Wir haben kein MG. aus den beiden Anfangsspielergruppen hier. Sehr lustig. Ohne MG ist ja mal schade. Ah, jetzt geht's. Okay, cool. Passt. Okay. Habt ihr irgendwelche krassen, geilen Vorschläge? Sonst würde ich uns auf die Halbinsel ganz im Nordwesten setzen. Nordwesten. Ja, oh, das ist aber hart für die. Also, da müssen wir mit Landenge kommen, ne? Ja, die Alternative. Nee, wir haben hier einen Helikopter vielleicht. Ach so, stimmt. Alternative wäre, also Nice. ich meine, könnte natürlich ganz fies sein, um die Insel nehmen und dann kommt man irgendwann. Nee. Also, aber die Halbinsel da ist schon. Ich glaube, sie kommen mit dem Helikopter kommen. Das ist dann. Hat jemand einen Rucksack dabei?
Ja, ich habe Rucksack. Ja, doch, habe ich. Ich kann auch Munition für mich mitnehmen, weil ich kann nur drei Magazine tragen und normalerweise auch Sachen oder so. Ich kann auch noch welche mitnehmen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ist, müssen wir uns mal anschauen. Das heißt, wir können uns hier beliebig Sachen rausziehen, ja? Das ist halt auch ja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich nehme mir auch nur Munition für meine Waffe, sonst ich lasse die Granaten weg und alles andere auch. Weil sonst dann bleiben wir alle weg von der Kiste jetzt. Also nehmen wir die Halbinsel. Oh, ja, wenn wir nicht vorher nicht abmachen, dass es nicht erlaubt ist, dann machen wir die. Und Zewar. Ach krass, jetzt geht die Map bei allen auf. Südküste oder Ostküste, ist die Frage. Ja, also auf dem Hügel, so hier, der... Ja. Worüber redet ihr gerade? Über welchen Punkt? 025, 224. Nehmen wir es richtig, 025. Also Nordwesten. Nordwesten die Halbinsel. Okay. Und da gibt es im Norden so einen Hügel und den würde ich jetzt schon spontan nehmen, außer ihr habt jetzt eine richtig geile Idee noch. Also Bombers. Ja. Okay. Okay. Fuck. Ein Toteffekt. Fuck, ich hab ein Problem, ich krieg meine Map nicht geschlossen. Ich auch. Okay, muss Linksklick machen. Aha, okay. Ah, stimmt. Ja, ist ein Bug von mir. Müssen wir den anderen noch schreiben vielleicht. Okay, mach das. Gut. Dann können wir uns hier oben wunderbar ein bisschen einbuchern. Ja, wir werden ein paar Sandsäcke nach Osten legen vielleicht noch. Oh Gott, das wird geil. Ja, die werden mit Helikom, also an ihrer Stelle würde ich dann nicht hier. Ah, hier. Oh, Frequenz, hab ich was verpasst? Welche von 88,8. Ihr Nazis. So, hier ist ein Flugtest, Bruder. Wo ist denn André? Funktest du André? Okay. Zuck. Zuck? 88,8. 88,8. Ich höre nicht funken. Ich höre auch nicht funken. Kommt nichts 88,8. Ja, komm, red mal so. Es kickt da erstmal. sorry, jetzt mein Mikro war okay. Aus, das war das Problem. Funkt das nämlich so. Alles klar. Wo ist Medic und wo ist Teamführer? Wir müssen mal Deckung aufbauen. Medic, Sandsack, ja. Bitte hierher. Genau, ja. Tatsächlich hier auf einen Hügel. Hier ist eine gute MG-Position. Jo, dann brauchen wir noch einen. Wo ist das? Besser scharf. Oder mal irgendwie. Ich bin Scharfschütze. Ich bin Scharfschütze. Nur Scharfschütze. Ja. Okay, nee, gut. Also, naja, mit RCO. Ja. Alles klar. Das heißt, du gehst auf den Hügel, den wir im Südwesten haben. Südwest, okay. Genau. Und vor allem gucken auf den Helikopter. Also, der wird natürlich da rumfliegen. Mit ein bisschen Pech und dann. Okay. Genau, und ansonsten, ja, viel Spaß. Okay. Irgendjemand mit Fernglas, der keine Rolle hat, irgendwas aufzubauen? Ich habe ein RCO. Bin gerade auf dem Weg zum südlichen Hügel.
bist du ein Scharfschütze? Ja. Okay, warum stimmt dann dein Check-Tech-Symbol nicht? Hm, müssen wir mal überprüfen. Ja, gut. Soll ich dir noch eine Deckung da irgendwo bauen oder irgendwas? So ein Trench oder irgendwas? Ich glaube, da musst du jetzt zu weit laufen, oder? Ich kann hier was brauchen. Ich bin der im Südosten. Alles klar. Meine Position ist eingezeichnet. Wie sieht's aus? Wo sollen wir das Barrel hinziehen? Von euch ein Tactical in der Umgebung? Hier. Südosten. Brauchen wir nur 4 Reifen. Ja, Kanister brauchen wir für Sprit. Die Position von dem Tackle ist halt sehr offen, dass man den hier benutzt. Also alle auf Suche gehen nach Reifen? Ich kann ja Ausschau halten, ob sie über die Landzunge kommen. Ausschau halten weiter. Ja, okay. Sichtbar, weil sie zu viert immer liegen. Also, sobald man einen Reifen sieht, sieht man die anderen drei eigentlich auch. Trotzdem sehe ich sie gerade nicht. Ist er jetzt?
definitiv. Wir brauchen mindestens einen Reifen. Dass da ein bisschen Schub ist. In welchem Abstand können die liegen? 200 Meter. Aber das müssen wir eigentlich sofort sehen, also das ist so auffällig. Vier Reifen nebeneinander. Felsen gespawnt oder irgendwas? Ah, nee, glaube ich nicht. Es funktioniert schon relativ gut. Können ja echt verdammt gut nach Osten gucken, also da die können überhaupt nicht ungesehen hier ankommen. Das ist auch das Ziel, oder? Also wofür ich das selber gedacht habe, ist vor allem übers Meer gucken nach dem Helikopter. Weil von denen kommen wir von hier aus, von unserem Hauptquartier aus nicht unbedingt sehen. Ja, das würde ich hören, wenn der kommt. Aber bis jetzt komplett ruhig. Der Kontakt-Helikopter. Richtung? Ost, Südost. Vorgehensweise beim Helikopter? Sollen wir alle mit dem Feuern warten, bis er ganz nah ist, dass er unsere Position nicht ausmachen kann? Sobald er nah dran ist, veröffnen wir alle gleichzeitig das Feuer. Dann sag du einfach an, wenn wir feuern sollen. Lumisum, dann fangen wir jetzt mal weiter, von welcher Richtung der kommt und wie weit er jeweils weg ist. Ich hab nur Audiokontakt, tendenziell Richtung Osten jetzt. Sichtkontakt Osten, Richtung Nordwesten. Bestätigt. Feuer halten. Ist eh keine sinnvolle Kampfdistanz. Richtung Westen. Einschlag. Leute sitzen auf den Bänken. Mindestens zwei links. Schießen, dann Feuer öffnen, sonst sehe ich da jetzt gerade nicht viel. Auch rechts sitzen noch welche, da sind noch keine abgesetzt scheinbar. Jetzt wird er lang gesagt, dass jemand auf uns geht. Geh runter zum MG. Fliegt direkt über mich rüber. Müssen wir links zum Gate bemannt. Bemannt. Dreh mich. Feuer öffnen. Keine Munition. Lebe noch, bin dicht. Du musst vorsichtig und im Zweifelsfall zurückziehen. Mindestens vier Gegner down. Feindbeschuss aus Westen, rechts neben dem Heli.
Vorher mal kurz einstellen, bitte. Einstellen. Es dürften nicht mehr viele sein. Ich habe jetzt mindestens schon 3 Leute umgebracht. Ich gebe noch ein paar Restschüsse. Gnadenschüsse. Ah, ich bin tot. Das war ja der Hammer. Perfekt. Ja, erstmal schön am Anfang eine Weile den Hubschrauber gesucht. Und dann, naja. Ach, es hat tatsächlich einer von uns überlebt. Einer hat überlebt. Ich glaube Simbergs, oder? Nee, Driver ist mit einem 60, oder? Ah, okay. Ich dachte nämlich, der MG-Gunner ist doch mal Simbax. Die habe ich nicht gefunden irgendwie. Aber sonst habe ich, glaube ich, eine ganze Menge mitgenommen. Ich habe halt, ihr seid genau über mir rüber geflogen, als ihr gelandet seid. Ja, so ein, da musst du den Anflug echt schneller und tiefer machen. Ja, krass. Ja, ja. Liegen sie alle in den Buschen. Ja, gut. Hey, der freie Lude, ey. Ich hab wieder was gelernt hier. Oh, ein Schwein, ey. Aber guck mal, wir haben bei der Landung selbst nur 3 Leute verloren. Hm. Ja, da, also, aber 4 waren, glaube ich, ausgenockt, ne? Ja, das ist 8 einfach. Also, ich bin rausgeschossen worden. Ich war schon tot, bevor wir überhaupt abgestürzt sind. Ja, ich auch. Genau als wir gelandet sind, hat es mich auch umgehauen. Ja, ich war überrascht, dass ihr noch alle drauf sitzt und nach der großen Runde und nicht schon irgendwie ein paar irgendwo abgesetzt habt und die dann. Ja, ich habe das überlegt. Ich habe das ernsthaft überlegt, einen Scharfschützen auf den Hügel zu setzen. Ja. Auf den nächsten wäre, also im Nachhinein wäre es eine gute Idee gewesen. Man fliegen seine Hügel echt schlecht aus als Position. Ja. Das war's auch, ne? Sonst kriegt der Feuer klar an dem Deckel. Ja, oh, zwei Guck mal, er lebt sogar noch. Ja, noch lebt er. Ich frage, ob man das sieht. Ronaldi. Ah! Ne, guck mal, wie schießt du gerade in Civit? Eigenen Mann? Ne, der freiliegt im Hubschrauber. Ja, freiliegt direkt im Hubschrauber, aber Civit ist, sag ich mal, rechts daneben. In den Felsen. Ja. Ich glaube, der ist sogar nicht alleine. Ja, ja, die kommen jetzt zwei, die flanken ihn gerade. Von hinten. Oh, das wird böse. Eine flüchten, wer flüchtet ist feig. Ich nehme eine Granate und spreche mich selber. Aber guck, er weiß es noch nicht mal wirklich, echt. Oh, übel. Ach, super, die sehen ihn aber auch nicht, die laufen jetzt da hinten irgendwo rum. Ja. Das ist super. Weiß, jetzt werden wir ihn sehen. Weißt du, schon jetzt. Jetzt haben sie ihn gleich. Ja, aber er hat sie auch nicht gesehen. Total erschossen. Nein, am Leben. Kann das nur sein, dass er. Ah, das kann sein, dass jemand noch ohnmächtig ist, ja. Im Hubschrauber vielleicht. Von den Piloten vielleicht oder so, ja. Nee, also, beide da. Das war wir müssen mindestens mal ein paar Bandagen. Na. Ach, cool. Das hat ja geklappt. Frage, was war die Taktik hinter dem, wir setzen uns auf den Hügel rauf? Also auf den Hubschrauber jetzt. Der Hintergedanke war, eine schnelle Landung hinzubringen, alle Leute sofort auf den Boden zu kriegen und dann halt Feuer über den Hals zu haben. Aber das hat halt nicht so ganz funktioniert. Okay. So, der war in meinem Kopf auch deutlich besser, als es in Wirklichkeit dann auf dem Hügel war. So lustig, die hier können sich scheinbar nicht bewegen. Ja. Du hast ja auch eine unsichtbare Waffe in der Hand. Mal sehen, ob das Entmission-Dings geht. Ja, warte mal. Oh, okay. Sorry. Warum denn nicht Wetter, Mensch? Ach, Mann. Ich wollte die Stats sehen. Kennst du uns Hand einfach mal? Der Frank geil. Nein, Nomi? Ja. Du hast, wie du das Mikrofon